Weil ich den Trichter darauf machen muss, genau. Machen wir mal eben schnell. Jetzt funktioniert es. Ich komme nicht hin. Okay, das heißt, ich muss jetzt tatsächlich... Oder ich stelle die Truhe so nach links. Nee, das ist auch blöd. Nee, ich mache das hier so. Mache ich das jetzt? Nein. Den letzten wollte ich eigentlich nicht. Egal. Mache ich so. Und dann kommt man da eben so hin. Und dann geht auch nie wieder der. Also im Leerlauf. Und dann verbrauchen wir da auch nichts. Das finde ich super. Wisst ihr, was ich mich da jetzt daran erinnert habe, dass ich das drauf platzieren muss? Das hatte vorher nämlich nur das hier oben und das hier. Der Zipfel hat gefehlt, hier war er aber da. Da habe ich mich gefragt, wieso? Und dann ist mir, habe ich mich daran erinnert, dass man es ja den Trichter darauf platzieren muss. Okay. Jetzt haben wir das. Dahinter ist zum Glück überall Pflasterstein. Dann haben wir das gemacht. Dann muss hier jetzt... Ach, Moment mal. Ich muss da jetzt erstmal... Wieso ist hier ein Skelett? So. Ich muss hier erstmal wieder einen Amboss machen. Das mache ich mal eben. So, dazu brauche ich 3 Eisenblöcke. Zack. Und zack. Ein Amboss. Okay. Dann können wir jetzt endlich wieder reparieren. Genau. Perfekt. Das ist toll. Jetzt habe ich aber nichts zum Reparieren, Mist. Waffen und Rüstungen waren sowieso besser, wenn man sie normal repariert und nicht im Amboss. Jetzt wird mein Laptop neu gestartet. Du kannst nicht mal, Laptop. Du bist darauf aus. Ich habe eingestellt, dass er nicht alleine neu starten soll. Er hat mich nicht mal gefragt, ob ich jetzt neu starten soll oder später. Er startet einfach neu. Als hätten die meinen Laptop komplett unter Kontrolle. Ich hasse das. Dieses Windows 8... Windows 8 ist einfach zum Kotzen. Windows 7 war toll. Da kannst du wirklich alles einstellen, was du willst. Windows 8 habe ich alles eingestellt und das installiert das Update trotzdem. So... Natürlich habe ich vergessen, zu den Schafen zu gehen. Egal, ich nehme jetzt mal kurz die Sachen mit. Oder soll ich? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn ich schon mal hier bin, hier nehme ich mit, die hier nicht. Und die Eisenrüstungen hier, die ich glaube, die lasse ich erstmal da drin. So, das Speck kann ich eigentlich gleich mal reparieren. Der Rest ist noch auf Eisensachen. Auf Steinsachen. Ich werde erstmal die Steinsachen abbenutzen, bis sie kaputt sind und dann durch die Eisensachen ersetzen. Die Eisenwerkzeuge. Das werde ich erstmal machen. So, Rüstungen waren ja noch in Ordnung. Dann jetzt die Schafe. Genau. Schafe, jetzt seid ihr aber dran. So. Holen wir uns eure Wolle. So. Nein.
Da bleibt zu. So, hört mal auf zu fressen hier. So. Vorne habe ich noch eins übersehen. Und hier haben die ersten wieder gefressen. Ich drücke gar nichts mehr, das ist ein Bug. Okay. Toll, jetzt muss ich trotzdem weiter geradeaus laufen. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Mist. Ich dachte eigentlich, eine Runde würde komplett gehen. Habe ich mich getäuscht? So, jetzt ist da wieder ein neues. Und noch eins. Und jetzt wieder da. Und da. Und da. Okay. So, liebe Schäfchen. Jetzt bekommt ihr Happa Happa. Auf dass ihr groß und stark werdet und euch vermehret. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6, 7, 8, 9 und 10. So, und jetzt holen wir uns noch die restliche Wolle, die mittlerweile wieder da ist. So. Da vorne. Sag mal, verbrauchen die eigentlich jetzt gar... Also die Schafe, kann es sein, dass die gar keine, kein Gras mehr verbrauchen? Ich meine, das hat doch gerade hier gefressen gehabt und das ganze Gras ist immer noch da. Hier auch. Hat gerade gefressen, alles Gras noch da. Das ist ja blöd. Wann wurde das denn weggepatcht? Ein Geschenk versteckt. Wer findet das versteckte Geschenk? Okay. So, Leute. Ich glaube, dann gehe ich jetzt doch runter in die Höhle der Elras wieder. Entgegen meinen ursprünglichen Plänen, unter 3 Stacks Eisen nicht rauszugehen. Aber eben, weil wir jetzt... Weil ich jetzt sage, wir gehen in den... Wir machen wieder eine Höhlentour, sobald das Eisen oder irgendwas aus ist. Stein, weil das ja dann weiterbringen kann. Dann machen wir einfach eine Höhlentour fertig. So. Jetzt erstmal Folgendes. Was kommt jetzt in den Ofen? Das hier wäre voll. Das wäre das Einzige. Dann kommt das in den Ofen. Okay, dann haben wir das hier. Das machen wir jetzt so. Ach genau, da wollte ich auch noch machen. Genau. Dann machen wir das noch schnell. Dann kommen hier die Eier noch weg. Okay, das passt, 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 passt. Das hätte ich gerne so. Okay, dann brauche ich noch Papier und Buch. Ich brauche Zuckerrohr. Das hier könnte reichen. Wir sehen gleich ob. Das sind Monster in der Dunkelkammer. So. Mal sehen ob. Nein, nicht wirklich. Oder? Fast. So. Und zack. Okay, dann haben wir hier eins. Zwei. Das war's. So.
So. Eins geht noch. Drei. So, eins, zwei, drei. Fast fertig. Es fehlen nur noch zwei. Und dann können wir den Zaubertisch machen. Besser gesagt, dann können wir endlich mal Verzauberungen benutzen. So, gehen wir gleich mal runter. Falsche Seite. Geil, seht ihr, wie viele Pilze hier gewachsen sind? Seht ihr, wie viele Monster da drin sind? Angriff auf den Keeper! Oh Gott. Oh Gott, wir haben es geschafft. Mal was essen. Hammergeil, wie viele Pilze hier sind. Das waren jetzt 5 Pilze. Ich glaube auch, durch Misas Ressourcenpaket ist es hier auch wieder viel heller geworden, oder? Ich glaube, es ist sogar wieder höher, als es ursprünglich war, weil es ist ja zwischendrin war es mal ja wieder ein bisschen dunkel. Ich glaube, jetzt ist es wieder heller. So, das machen wir so. Dann die Monster-Sachen. Das kommt dahin. Dann haben wir Pfeile, die kommen dahin. Bücher und Papier kommen dahin. Die Kartoffeln kommen nach oben. Es ist wieder Nacht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das war's. Gehen wir jetzt schnell schlafen. Hallo, ich will hier schlafen? Jetzt. So, dann. Ich glaube, ich nehme noch einen kompletten Stack Kohle mit. Weil ich irgendwie glaube, den werden wir brauchen. Ach Mist, ich kann den ja nicht hier machen. Ich muss den vorher schon mal eben umwandeln. So. Zack. Zack. Und zack. Und die eine Kohle hier, die heben wir uns auf. So, 7 Kohleblöcke. Um 8 Kohlen ist es sich nicht ausgegangen. Egal. So, dann ist da ein Skelett, das sterben möchte. Lol. Bevor er schießen konnte, hat es Feuerschaden erlitten und ist gestorben. Da vorne ist eine Hexe, die töten wir. Die droppt bestimmt wieder irgendwas Tolles. Nein. Jetzt haben wir eine große Pflanze kaputt gemacht. Okay, sie hat schwarz... Redstone hat sie gedroppt. Geil. Schwarzpulver war jetzt nicht so der Hammer, aber Redstone hat sie gedroppt. Das ist toll. Das bringen wir nochmal zurück. Oh, geil. Ging tatsächlich. So... Dann bringen wir das jetzt schnell zurück. Und dann gehen wir zur Höhle der Elras. Ich glaube, den Stein, wenn ich mitnehme, das reicht. Da muss ich nicht extra wieder dann... Den angefangenen Stein, den nehme ich aber schon noch mit. Den schon noch. Aber den Rest, den lasse ich dann vorerst mal hier im Haus. Den kann ich ja dann beim nächsten Mal holen. Wenn der Stein wieder ausgegangen ist. So, jetzt erst einmal das. Das. Ich habe vergessen, den Kohleblock. Was mache ich denn hier? Das hier muss da rein. Den Kohleblock abzulegen. So, und ich glaube, ich noch den hier auch noch mit. So. Okay. Zurück zur Höhle der Elras.
Lange Zeit hat's gedauert. Aber jetzt ist es endlich soweit. Jetzt muss ich mir kurz überlegen. Ein Lava-Eimer kann ja 1000 Gegenstände machen. Wir brennen hier Stein. Das heißt, 1000 durch 64, das wären 15 Stapel. Wir haben 3, das heißt, es wären 5. 1, 2, 3, 4, 5. Würde da reingehen. Das heißt, wenn wir eine leere Truhe hätten, könnten wir ein Lava-Eimer reinlegen. Das wäre doch toll. Das heißt, beim nächsten Mal nehme ich tatsächlich... Jetzt ist da natürlich wieder ein Frei. Beim nächsten Mal nehme ich einen Lava-Eimer mit nach oben. Oh, die Kohle. Ja, wäre jetzt sowieso aus gewesen. Den lasse ich jetzt einfach mal. Zurück zur Höhle. Jetzt haben wir diese Aufnahme mal was anderes gemacht. Ich habe auch... Ich muss sagen, ich glaube, ich habe heute mal über das längste Thema gesprochen, also am längsten über ein Thema gesprochen, das ich bisher gemacht habe. War ungewohnt und ich finde, ich habe das, ich glaube nicht, dass ich das so gut gemacht habe. Ich habe dauernd immer wieder und so gemacht, und weil ich mich hier bei Minecraft irgendwie nicht konzentrieren kann. Ich konzentriere mich irgendwie immer mehr auf das Spiel. Ich meine, ich kann so nebenbei hin und her reden. Und auch wenn ich hier laufe, dann geht es gerade sehr gut. Aber wenn ich mich an etwas erinnern muss, also wirklich über das überlegen muss, was ich rede, also sprich über ein Thema, über das ich nicht spontan irgendwie das denken kann und es danach der Aufnahme überhaupt nicht mehr weiß, dass ich überhaupt noch darüber da geredet habe und mich wundere, warum das dann beim Upload, warum ich das dann höre, darüber habe ich doch gar nicht geredet. Kann schon mal hier bleiben, das habe ich offenbar vergessen abzulegen. Ist dann immer wieder lustig. Da rede ich in der Aufnahme über irgendwelches Zeug und wundere mich dann beim Hochladen. Hä? Darüber habe ich doch noch nie geredet. Hä? Ja, mein Hirn. Es meint es gut mit mir. Es macht mir ständig, also wirklich täglich neue Überraschungen. Es ist doch so viel heller mit Misa, das muss man einfach zugeben. Sehr viel heller. Am Anfang... Gut, ihr werdet das wahrscheinlich in einer anderen Folge nachsehen müssen, aber... Am Anfang dieser Aufnahme sind wir noch einmal durch die Lavagrube unten gelaufen. Und es war sehr, sehr... Ich finde das jetzt auch viel besser mit dem hier, das sieht man jetzt kaum noch. Also wenn man hier so läuft... Oh nein! Okay, man stirbt vermutlich nicht. So. Wisst ihr, was ich gerne hätte? Ich hätte wirklich gerne die Karten, dass ich sehe, wo überall diese... Ah, okay, das bleibt jetzt länger, okay. Dass ich wirklich sehen kann, wo über die Fallen sind. Da kann ich ein ganzes Gebiet voller Fallen machen. Also voller... den Blöcken. Allerdings glaube ich, das ist jetzt auch viel grüner. Ich finde es einfach schöner mit Misa. Ich habe auch mittlerweile den Unterschied zwischen, dass das hier am Anfang der Aufnahme, als ich umgestellt habe, fand ich das irgendwie ziemlich pixelig noch. Ob wir jetzt die hohe Auflösung gewohnt waren. Ah Mist, ich habe es nicht mehr geschafft. Weil es zum Glück kein Bild kaputt gegangen. Oder es gab hier mal ein Bild und es ist schon mal explodiert, keine Ahnung. Ich finde es einfach viel heller.